dass du den Englischen hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute wollen wir uns ranmachen, das Bärenhaus von Mascha und der Bär zu bauen. Ich würde sagen, Block in die Hand, auf geht's. Für die heutige Folge holen wir uns einfach mal Schwarzeichenholzblöcke raus, am besten die, wo überall die Rinde dran ist. Dann holen wir uns ein paar Fichtenholzblöcke raus, dann nochmal abgezogene Fichtenholzblöcke ohne Rinde. Dann holen wir uns ein bisschen schwarze Eichenholztreppen, davon nochmal bitte die Stufen wie Falltüren. Dann holen wir uns noch eine Fichtentür raus, davon nochmal die Treppen und dann nochmal ein bisschen dunkles Schwarzeichenzaun. Unser Bär wohnt ja in so einem riesigen Baumstamm, das heißt, wir fangen erstmal mit unseren Baumstämmen an und ziehen uns erstmal wie immer den Grundriss lang. Da setzen wir jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einfach mal so gerade nach hinten weg. Da setzen wir dann einfach nochmal 3 so quer immer ran, dann setzen wir hier 2 ran, dann hier oben 3, dann wieder 2, 3 und 1, 2, 3, 4, 5 nochmal, so wie wir angefangen haben. Sobald wir das Maß haben, können wir auch gleich unsere Fichtenholzblöcke nehmen und die hier vorne zack einmal zuziehen, sodass wir hier noch, sage ich mal, einen Baumstamm überstehen haben. Sobald wir das haben, wollen wir jetzt erstmal unsere Baumstämme hochziehen und zwar machen wir die jetzt auf eine insgesamte Dreierhöhe. Also setzen wir noch 2 Blöcke rauf und können das hochsetzen. Sobald wir das geschafft haben, ist der nächste Schritt jetzt, dass wir darüber eine Zweierhöhe uns machen. Also wir machen einfach einen Zweier hin auf eine Zweierhöhe, eigentlich recht einfach. Und den ziehen wir uns jetzt hier einfach auch nochmal so lang. Das heißt, jetzt hier einfach immer innen drin setzen wir uns einfach hier die Ebene einmal lang. Eigentlich ganz einfach, so dass wir uns das hier einfach so lang ziehen. Und das können wir natürlich dann auch hier wieder ganz einfach auf eine Zweierhöhe uns setzen. Und sobald wir natürlich das Maß dann soweit haben, geht es wieder weiter, dass wir die nächste Ebene raufsetzen. Jetzt machen wir einfach mal so einen Zweier hin, der hier einfach glatt liegt. Den müssen wir uns natürlich auch wieder einmal hier ringsrum ziehen. So, da können wir das eigentlich auch komplett einmal hier so gerade zack nach hinten uns einmal ziehen. Machen wir dann einfach mal auf beiden Seiten, dass wir uns das einfach so glatt hier einmal nach hinten wegziehen können. Hier auf der letzten Ebene, zack, ziehen wir uns einfach mal so eine Strebe, obwohl wir können auch ruhig jetzt gleich zwei machen. Das stört nicht, können wir ruhig machen. Und sobald wir das haben, haben wir hier oben eigentlich nur noch, zack, so ein Dreier. Ja, und diesen Dreier können wir eigentlich hier komplett einmal zuziehen hier. Ups, so, einfach auf unsere offenen Stelle hier. Und sobald wir das denn hier zu haben, würde ich sagen, dass wir uns erstmal für die Mitte nochmal beschäftigen. Und zwar hier können wir das Ganze dann einfach hochziehen, so wie wir das jetzt hier haben. Und sobald wir es dann hier in der Mitte zugezogen haben, wollen wir auch gleich schon mal unsere Tür reinhauen. Dann nehmen wir mal unsere abgezogenen Holzblöcke. Lassen wir auf jeder Seite so etwa 3 Blöcke Platz. Ja, hier haben wir auch 3 Blöcke, wunderbar. Und dann schlagen wir hier einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Das machen wir hier dann einfach mal 2-mal. Und setzen da dann unsere abgezogenen Stämme einmal rein. Können die Mitte dazwischen dann auch noch einmal freihauen. Ganz oben setzen wir einfach mal eine schwarze Eichenholztreppe hin. Und unten dann einfach zack, machen wir aus unseren Stufen einen Block hin. Und davor können wir einfach unsere Treppen hier so einmal komplett anecken lassen. Und sobald wir das haben, können wir auch gerne schon gleich mal unsere Tür reinsetzen. So, wunderbar. Sobald wir das jetzt erstmal geschafft haben, würde ich mal sagen, dass wir auch oben drauf uns noch was bauen. Da nehmen wir am besten nochmal unsere Fichtenholzblöcke und wir achten einfach mal hier vorne drauf, dass wir hier so etwa 2 Blockreihen Platz lassen. Und dann setzen wir uns hier einfach so ein 3x3 Feld einfach mal rauf. Die Mitte lassen wir frei und können dann das hier einfach mal wie so eine kleine Pyramide uns dann hier dann einfach so zack, so nach oben ziehen. Und können darauf dann auch gerne schon gleich mal unser Dach machen. Ganz normal wie so eine Pyramide, zack, setzen wir unsere Treppen rauf. Ganz oben machen wir dann einfach mal eine Stufenreihe hin. So, dann können wir es natürlich noch gleich einmal überstehen lassen. Und sobald wir das natürlich hier einmal überstehen gelassen haben, wollen wir es dann auch gleich noch ein bisschen verstärken. Einfach mit den Stufen setzen wir aber nochmal 3 weitere hin und fertig. Andere Seite müssen wir das dann natürlich auch noch einmal machen. Und sobald wir das Dach dann hier drauf haben, ist der nächste Schritt jetzt, dass wir uns gleich mal den Schuppen nehmen anbauen. Da nehmen wir wieder unsere Fichtenholzblöcke wie abgezogene Fichtenholzstämme. Und dann fangen wir einfach hier auf der linken Seite einmal an, dass wir hier so einfach 2 Blöcke überstehen lassen. Dann setzen wir uns hier so ein Dreier unserer Baumstämme hin, lassen einen Block frei, wieder so ein Dreier einfach mal hinsetzen. Und dann nochmal eine Fichtenholzblockreihe, auch nochmal ein Dreier hin. So, jetzt biegen wir hier einmal zur Seite ab, können dann hier wieder, zack, unsere Fichtenholzblöcke hinsetzen, dann wieder unsere ganz normalen Holzblöcke davon und wieder die abgezogene Variante, normal und abgezogene Variante. Sobald wir das haben, nehmen wir nochmal unsere Fichtenholzblöcke und setzen hier vorne einfach mal 2 weitere Blöcke rauf. Auf der Rückseite würde ich sagen, machen wir das so, wie wir das jetzt hier haben. Hier haben wir einen Baumstamm, Baumstamm rauf und hier das normale Holz, also normales Holz rauf. So, und hier wollen wir auch wieder einfach mal unser Dach einmal raufsetzen. Wir nehmen erstmal die Treppe, machen die hier einmal bei unserem Übergang mal rauf. Davon könnt ihr dann hier einfach die normalen Stufen nehmen. Und hier setzen wir auch nochmal mit die normalen Stufen ran. So, hier hinten weiter würde ich jetzt nicht unbedingt die Stufen nehmen, sondern dann nehmen wir einfach die Falltüren und können die uns hier einmal drauf platzieren.
So, ich nehme jetzt einfach mal beispielsweise irgendeinen Block, fülle mir das hier mal kurz aus und setze mir meine Pfeiltüren hin. Okay, sobald wir das haben, wollen wir das natürlich auch wieder einmal überstehen lassen. Und bevor ihr jetzt einfach zu der rumpopelt da mit den Pfeiltüren, machen wir darunter einfach nochmal ein paar weitere Stufen und setzen darauf dann nochmal die Pfeiltüren. So, andere Seite auch. Einfach hier dran noch ein paar Stufen drunter und Pfeiltüren drauf. Guti, so können wir schon fast lassen, denn wir wollen hier noch einfach eine Tür uns einmal reinsetzen. Zack, und darüber dann einfach nochmal eine dunkle Treppe. Wunderbar. Sobald wir das haben, lassen wir es erstmal in Ruhe. Ich sag mal, das Ganze noch ein bisschen zu dekorieren, den Baumstamm und so, machen wir am besten erstmal am Ende, wenn erstmal der Grundriss überall steht. Und das heißt, jetzt kommen wir mal zur anderen Seite und wollen noch seine Dusche bauen. Wir nehmen mal unsere Fichtenholzblöcke und setzen jetzt, würde ich mal sagen, wenn wir hier auf der rechten Seite sind, lassen wir so zwei Blöcke Platz. Einen von unserem Baumstamm hier lassen wir so überstehen. Dann setzen wir uns aber drei hin. Einen hier nach hinten und nochmal drei zur anderen Seite. Sobald wir das haben, können wir jetzt mal davon die Treppen nehmen und hier einfach mal, zack, die Treppen hier so lang setzen. So, sobald wir die soweit haben, nehmen wir jetzt unsere Zäune und können die jetzt an den Seiten hier noch einmal platzieren. Und das machen wir einfach hier in jeder Ecke und da würde ich sagen, machen wir die auf eine Höhe von insgesamt 5 Zäune. So, gucken wir mal. Jawohl, 5 Stück. Und das machen wir hier auf jeder Seite. Und sobald wir dann hier alles auf 5 Stück haben von unserem Zaun, können wir nochmal unsere Stufen nehmen und die hier an der letzten Ebene noch einmal platzieren. Dann machen wir einfach hier so eine Platte einmal rauf. Oh, hier auf beiden Seiten natürlich nochmal langziehen. Und dann können wir erstmal dieses ganze Material mal wegnehmen und holen uns mal Neues raus. Und dann würde ich mal sagen, dass wir erstmal unsere Dusche fertig bauen. Das heißt, dafür holen wir uns noch ein bisschen glatten Quarzblöcke raus. Dafür nochmal die Treppen. Dann ein paar Eisenpfeiltüren. Dann einen Spender. Am besten holen wir uns hier noch ein paar schwarze Knöpfe raus. Ein Wassereimer sollte heute dabei sein. Dann holen wir uns noch ein bisschen Fichtenzaun raus. Dann eine Steindruckplatte. Und ein Banner, am besten so eins, wo vielleicht euch so ein paar weiße Streifen oder blaue Streifen euch einfach mal ein bisschen raufbastelt. Die Farbe könnt ihr natürlich auch ändern. So, kommen wir erstmal zum schwersten Teil, obwohl das nicht wirklich schwer ist. Und zwar machen wir oben einfach mal diesen großen Wassertank einmal rauf. Einfach unsere Quarzblöcke in die Mitte auf eine Zweierhöhe. Und an den Seiten platzieren wir dann hier einfach so unsere Treppen rauf. Und so kriegen wir einfach schon die Form von unserem Wassertank. So, den wollen wir natürlich auch noch so machen, dass wir den benutzen können. Von daher suchen wir uns hier mal so die Dreiermitte raus, gucken mal nach oben und setzen hier einfach mal so einen Spender rein. So, da kann man auch gerne schon seinen Knopf reinmachen. Den Wassereimer würde ich da auch gleich mal reinsetzen, aber ich würde hier oben in der Mitte mir einfach noch das Wasser oben einmal raufsetzen und darüber eine Eisendruckplatte. So, dass man auch sehen kann, ha, hier ist wirklich Wasser drin. Und wenn wir das dann hier, sage ich mal, in den Spender reinmachen, zack, kommt es dann auch raus. So, jetzt wollen wir natürlich nicht, wenn wir es jetzt aktivieren, dass es hier rausläuft. Von daher wollen wir das hier noch ein bisschen besser machen. Ich setze mir einmal hier hinten so eine Steindruckplatte hin. Musst du gucken, was du für einen Boden nimmst. Wenn du jetzt hier auch Stein nimmst, nimm die Steindruckplatte. Wenn du Holzboden oder sowas nimmst, dann nimmst du einfach dazu die passende Holzdruckplatte. So, auf der Vorderseite hier setzen wir uns einfach mal zweimal hier unser Zauntor einmal rein. Daran können wir dann hier einmal unseren Duschvorhang einmal ranhängen. Und dadurch, dass wir jetzt hier das Zauntor haben, können wir das Ganze hier einmal aktivieren. Und dann können wir uns hier duschen, ohne dass das Wasser nach vorne rausläuft. Ist eine coole Sache. Kann man also auch nutzen, die Dusche. Und das ist immer am besten in Minecraft, wenn man es auch alles benutzen kann. Ja, und sobald wir es denn haben, haben wir die Dusche auch so fertig. Ja, dann wird es jetzt Zeit, dass wir den Rest noch von unserem Haus bauen. Da nehmen wir jetzt einfach mal eine hellblaue Schalkerkiste raus. Als Glas heute empfehle ich dir mal wieder türkises Glas, aber die Farbe kannst du auch ändern. Dann holen wir uns am besten noch Fichtenzaun raus. Eine Laterne, ob du jetzt die normale nimmst oder die blaue, ist wieder mal Geschmackssache. Dann holen wir uns noch ein bisschen Stolperdrahthaken raus. Dann wieder unsere schwarzen Holzblöcke, am besten die überall mit Rinde. Und einmal die ganz normalen, wo man die Jahresringe sieht. Wer möchte, kann sich auch noch gerne ein paar Blätter rausholen. Kommen wir erstmal zu den leichten Sachen. Wir verwenden erstmal die Schalkerkiste. Und zwar soll das unser Briefkasten sein. Den platzieren wir dann einfach mal hier so. Da müssten wir am besten noch irgendwie einen Block dahinter uns so platzieren, dass die Kiste auch nach vorne aufgeht. Ne? Dass wir auch da was reinpacken können. Sobald wir das haben, kommen wir jetzt einmal zu unseren Fenstern. Eins befindet sich hier unten auf der rechten Seite auf eine Zweierhöhe. Wer möchte, kann gerne seine Glasblöcke schon nach innen platzieren und einfach Zaun vorne ran. Ein weiteres befindet sich hier oben. Da würde ich sagen, zack, schlagen wir diesen Block weg. Einen dahinter schlage ich auch nochmal weg. Vielleicht setzen wir nochmal den oberen weg, weil dadurch kommt dein Licht ein bisschen durch unsere Treppen. Glasblock hin, Treppe, Zaun ran und fertig. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur Deko-Sache. Wir nehmen ein paar Laternen oder eine Laterne, platzieren die einmal darüber und ein bisschen Stolperdraht hier einfach zur Seite. Sobald wir das haben, ist der nächste Schritt jetzt mit unseren Baumstämmen jetzt erstmal hier das Ganze ein bisschen dicker zu machen. Das heißt, du fängst ja einfach so an, setzt ja überall, wo du meinst, ah, hier will ich ein paar Blöcke noch mehr haben, hier noch ein paar Blöcke. Kannst du dir einfach ein bisschen setzen, dann darfst du nicht vergessen, das ist ja so ein
Baumstamm und der soll ja nicht, sag ich mal, akkurat sein. Von daher kannst du hier immer gerne deine weiteren Blöcke einmal platzieren. So wie du meinst, wie du es brauchst, machst du dir das einfach. Wir machen ja auch gleich noch ein paar schöne Äste ran. Oh, muss man nicht so da übertreiben. Zum Beispiel jetzt hier bei unserem Schuppen, den wir haben, können wir auch gerne hier noch so ein bisschen was machen. Vielleicht nimmst du auch gleich hier sowas oder sowas so einmal zur Seite. Ne? Oder ich mach's dir ein bisschen höher oder niedriger, wie du möchtest. So, guck mal, hier hinten mache ich mir das auch nochmal so. Einfach hier so ein bisschen einbauen. Kannst du auch gerne so noch machen, dass er so umschlungen wird vielleicht. Naja, das würde schon so ein bisschen reichen. Hier mache ich noch einen hin. Wunderbar. Ja, dann haben wir unseren Baumstamm natürlich jetzt noch schon ein bisschen dicker gemacht. Jetzt wollen wir noch ein paar Äste ranhauen. Das heißt einfach, wir nehmen erstmal die ganz normalen mit der Rinde überall. Und dann kannst du hier das so machen. Ich würde immer den Zipfel, der dann am Ende ist, dann einfach mit den Jahresringen machen. Das sieht immer am besten aus. Einfach ein bisschen austoben. Kannst du jetzt deine Äste überall hinmachen, wo du möchtest. Kannst auch ganz normal mal einen hier so zur Seite machen. Na, vielleicht mache ich mir so einen. Ja, und das würde dann schon völlig ausreichen. Na gut, ich würde noch ein paar kleine Sachen machen. Vielleicht mache ich mir hier noch was. Oh, hier vielleicht hin, dass man da was sieht. Oder hier noch was hin. Einfach ein bisschen rumspielen mit den ganzen Holzblöcken. Und dann kriegt ihr da irgendwie so eine Form hin, wo ihr sagt, okay, das will ich haben, das lasse ich so. Und dann fertig ist das Ganze. So, wer möchte, kann jetzt natürlich noch ein paar Blätter nehmen. Du kannst dir einmal, weil ich habe gesehen in vielen Folgen, dass auch oben eine Blätterkrone ist. Aber in vielen Folgen auch manchmal nicht. Also, ist so Geschmackssache, ob du jetzt oben noch Blätter drauf machen willst. Aber dann geht so ein bisschen vielleicht auch die Hütte hier oben unter. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt oben hier noch Blätter draufsetzen, sondern einfach an der Seite vom Gebäude, dass du dir hier überall noch ein bisschen Grünzeug dir ein bisschen platzierst. Ne, kannst du viel machen, kannst du wenig machen. Naja, das ist Geschmackssache. Und wenn man sich dann so ein bisschen ausgetobt hat, ist dann die Hütte von unserem Bären fertig. Zu guter Letzt wollen wir uns natürlich nochmal das Bärenhaus ein bisschen genauer angucken. Wir können auch noch einmal einen kleinen Rundumflug machen. Du kannst dir, sag ich mal, noch immer noch ein paar Äste ranhauen. Vielleicht noch ein paar Büsche platzieren überall. Vielleicht noch ein paar Gräser, den Zaun ziehen. Vielleicht noch ein paar Bienchen dir noch pflanzen. Ne? Also Bienchen pflanzen, naja, ein paar Bienenkästen hier setzen. Vielleicht noch ein kleines Beet. Und dann kannst du es natürlich auch noch einrichten. Aber, ich sag, in so ein Haus passt natürlich auch wirklich ein Bär rein. Wir haben zwar wirklich keinen Braunbären, dafür haben wir einen Eisbären. Ich finde, der passt da auch noch so ein bisschen rein. Ist immer ein kleiner Hingucker. Wenn einer reingucken will ins Haus, sieht er da einen Bären drin. Ist auch nicht schlecht. Ansonsten haben wir auch noch einen kleinen Schuppen. Den kannst du natürlich auch noch ein bisschen einrichten, wenn du möchtest. Ein bisschen Stauraum kann man sich da lagern. Und dann ist eigentlich das Haus auch fertig. Und dann war's das. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.